So, und weiter geht es hier mit Duke Nukem Forever. Sehr schönes Spiel auf jeden Fall und ich wette, das kennen einige von euch einfach nicht. Das hat nicht jeder so auf dem Schirm. Und genau deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das einfach mal. Und falls ihr irgendwelche Wünsche oder Vorschläge für neue Let's Plays habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Was interessiert euch? Was würdet ihr gerne sehen? Da können wir uns bestimmt irgendwie einigen. Ja, wir haben kein Benzin mehr für unseren schönen Monster Truck. Na ganz toll. Dann müssen wir mal schauen, was jetzt hier so abgeht. Keep out, Anderson Mine, do not enter. Na super. Die Gegner sind schon auf dem Weg. Hat sich ausgefackelt für dich. Zwei Stück mit einem Schuss, perfekt. Aber irgendwas ist da noch. Wieder zwei. Jetzt ist die Frage, kommen die immer wieder oder kommen die nicht immer wieder? Als ich versprochen habe, dich als Letzten zu töten, war das gelogen. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal. Aber wir kommen hier ja gar nicht rüber, sehe ich gerade. Na ganz toll. Ist ja wie Weihnachten. Oh Mann, wie kommen wir da denn durch? Alles klar, dann würde ich sagen, haben wir den Weg gefunden. Magische Miesmuschel, werden wir das überleben? Ich würde sagen, it's time for a shotgun. So, Energie aufgeladen, Waffe nachgeladen. So, das MG ist schon mal down. Hail to the King, baby. Wir kriegen Besuch. Lecker Schweinefilet. Dich umzulegen ist so einfach wie atmen. Ja, das läuft doch bis jetzt schon mal ganz gut. Stirb! Alles eine Frage der Reflexe. Alter, 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 was ist das denn?
kommt einfach das Mutterschiff von der Mutter und schießt uns hier kaputt, oder was? Oh je, oh je, oh je. Hätte ich mal, wäre ich mal nicht an das MG gegangen. Ich dachte mir schon, geh nicht ans MG. Falls Sie in der Hölle fragen, sagt der Duke, schickt dich. Okay, alles klar. Okay. Ja. Und wieder ein Vogel weniger am Himmel. Was soll ich dazu jetzt noch großartig sagen? So gefällt mir das. Mir auch. So, und dann können wir jetzt auch hier weitergehen, oder? Perfekt. Dann haben wir noch eine Rohrbombe gerade aufgehoben. Haben wir jetzt auch wieder drei Stück. Alleine das ist doch schon mega cool, oder nicht? Guck mal, da stehen jetzt so Fässer. Wir werfen jetzt einfach mal eine Rohrbombe. Was auch einfach viel geiler ist wie eine Handgranate, muss ich sagen. Dann liegt das Teil hier halt schön. Rollt sogar noch, also... Ist schon cool. Ein Brecheisen wäre jetzt nicht schlecht. Wozu? Du hast doch auch eine Knarre. Okay, es geht also wieder in irgendwelche Tunnelsystem rein. Kommt wie gerufen. Yep, aber leider haben wir doch schon alles voll. So, ja, ich wollte gerade sagen, wenn das hier schon so aussieht da hinten, dass man darüber springen muss, dann muss hier auch irgendwo ein Schienenwagen sein. Oh, Junge, 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 das wollte ich auch schon immer mal fahren. Nein, Spaß. Also, wer Metro gesehen hat, der weiß, dass wir das hier schon fast täglich gemacht haben. So, erstmal Platz machen hier in der guten Stube. Die ganzen Fässer hier rausgeworfen. Aber warum fährt der Wagen jetzt nicht? Okay. Also eben hat der Wagen doch noch geleuchtet, ne?
Haben wir irgendwas vergessen hier oder so? Hä? Nein, wir müssen doch... Wir müssen doch jetzt mit diesem Schienenwagen fahren. Hä, was anderes können wir doch jetzt gerade gar nicht machen hier. Eben hat der Wagen noch geleuchtet. Dann habe ich die Fässer rausgepackt. Und jetzt leuchtet nichts mehr. Okay, wir können den Wagen irgendwie anschieben. Und dann würde ich sagen, nutzen wir jetzt mal hier den Berg und ab geht die wilde Fahrt. Nichts passiert, alles gut, alles gut. Noch mehr Schmerzmittel. Benzin, ganzen Schrank voll. Kleiner Scheißer. Oh, 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 jetzt kommen hier wieder diese kleinen Mistkäfer an, oder was? Wer ist der Nächste? Müssen wir hier rauf? Ja, müssten wir, oder? Okay, dann ab auf die Kabelrolle, weiter nach oben. Ja, und wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Es wird nur ein ganz kurzer Cut für euch, aber viel Arbeit für mich. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Part, meine ich. Das ist ja jetzt gleich sofort, denke ich mal, ne?